Wenn unsere Außenministerin durch die Welt reist, dann geht das meistens nicht gut aus. Jetzt war sie gerade mal wieder in Kiew und hat Herrn Selenskyj ganz viel Geld für noch viel mehr Waffen versprochen. Denn unsere Sicherheit wird ja heute nicht mehr am Hindukusch, sondern in der Ukraine verteidigt. Wir müssen die Mittel für die Ukraine bereitstellen, die ja unsere eigene Sicherheit unterstützen. Dafür braucht es sehr, sehr viel Geld. Ja, die Summen, um die es da geht, die sind ganz schön beträchtlich. Also wir haben in den letzten Jahren schon immerhin 41 Milliarden Euro dafür bezahlt, diesen Krieg zu finanzieren und zu munitionieren mit immer mehr Waffen. In diesem Jahr sind schon 7 Milliarden dafür ausgegeben worden. Herr Pistorius sagt jetzt, tja, wir brauchen wahrscheinlich noch mal 15 Milliarden obendrauf. Nur zum Vergleich, 15 Milliarden, das ist in etwa so hoch wie der gesamte Gesundheitsetat und fast so hoch wie die Ausgaben des Bundes für Bildung und Forschung. Aber klar, die Ampel hat's ja. Oder doch nicht. Irgendwie war doch was von Haushaltslöchern. Aber für Waffen, für diesen Krieg, tja, da scheint Geld noch und noch vorhanden zu sein. Nun mag man sagen, und das stimmt ja auch, es ist ein verbrecherischer Krieg. Aber umso mehr muss man doch alles dafür tun, ihn zu beenden. Und das wird doch nicht damit gehen, dass wir immer mehr Waffen liefern, sondern nur durch Verhandlungen. Das fordert der Papst, das will China vermitteln, dafür hat sich die Türkei angeboten und viele andere Länder mehr. Aber uns wird erzählt, ja, Putin, der will doch nicht verhandeln. Ja, die Schlagzeilen in der deutschen Presse sahen anders aus. Aber wahrscheinlich liest Frau Baerbock keine Zeitung.